Freitag, Freunde. Es ist Zeit, um das ein oder andere gekühlte Getränk zu uns zu nehmen. Vielleicht auch mal ein kleines Bierchen, denn Freunde, es ist Frühling ist draußen. Ne? Wir merken das, die Sonne scheint, es wird wärmer und da gönnt man sich natürlich mal auch ein Bier. Wie wäre es denn nicht mit einem normalen, herkömmlichen Bier? Das ist ja langweilig. Wie wäre es denn mit einem Vagina-Bier? Lecker. Klingelt's, habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit, denn das klingt erstmal mega eklig und das ist es wirklich auch. Das Unternehmen The Order of Yoni hat eine Crowdfunding-Kampagne gegründet. Ziel, das Produkt Bottled Instinct rauszubringen. Und da drin ist dann wirklich so, das ist ein Vagina-Bier im Prinzip. Ich erkläre euch kurz, also dieses Bier enthält Milchsäurebakterien aus der Scheidenflora. Hör auf, nein, nicht dieses jetzt. Wort sagen. Also, Milchsäurebakterien aus der Scheidenflora, ja, für alle, die es jetzt nicht gehört haben. Und das ja nicht von irgendeiner dahergelaufenen Frau, ne, keine langweilige, nein, von einem tschechischen Model. Und das sieht so aus. Sehr edles Design. Ja, vielleicht kriegt man ja auch die Frauen damit, ist auf jeden Fall ein edles Tröpfchen. Und bisher hat die Kampagne 464 Euro in 8 Tagen erhalten. 150.000 Euro wird das Unternehmen noch erreichen, um dieses Gebräu auf den Markt zu bringen. Wenn ihr jetzt denkt, boah, geil, da möchte ich mit investieren. Das könnt ihr natürlich machen, denn wenn ihr dort etwas Geld lasst, dann kriegt ihr natürlich auch, zum Beispiel bei einer Spende von 10.000 Euro, kommt, das habt ihr doch zu Hause, gibt es als Belohnung einen Gutschein für 60 Flaschen Bier, produziert aus diesen vaginalen Bakterien. Und das ist nicht alles, obendrauf gibt es auch noch 40 Gramm dieser Bakterien für hausgemachtes Kefir. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass hierfür ein Besuch bei einem Gynäkologen in Polen oder in Deutschland benötigt wird. Also jetzt hat man doch so richtig Appetit, oder? Ja, so richtig. Also ich bin ja keine Biertrinkerin, aber Mensch, da könnte ich auch direkt mal brechen. Aber Vagina-Bier ist natürlich auch nicht das einzige kuriose Crowdfunding oder die einzige kuriose Crowdfunding-Kampagne. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen. Und da kommen wir zum Bacon Museum. Ja, Bacon ist auf jeden Fall, das darf jetzt gerade auch am Wochenende nicht fehlen. Ne? Schön Samstag, Sonntag Frühstück essen. Dieser Duft, dieses Brutzeln, Bacon, davon kann man eigentlich nie genug kriegen. Hat sich auch Cincinnati gedacht. Die wollten nämlich ein Bacon Museum tatsächlich eröffnen und machen. Und da gab es dann oder hätte es nicht nur Speck gegeben, sondern viele andere Sachen. Auch wir gucken mal kurz rein. Das wurde leider nicht erfolgreich. Keiner hat das nötige Kleingeld gespendet. Von daher gibt es kein Bacon-Museum. Ach, Momente, weißt du, wenn wir Redaktionskonferenz haben und ich fühle mich ausgelaugt und ich weiß nicht, wo ist meine Energie, da wünsche ich mir auch ganz oft, ich ertappe mich dabei, hätte ich jetzt einen kleinen goldenen Penis, dann wären alle meine Sorgen fort. Das denke ich ganz, ganz oft. Geil. Vielleicht, danke, Mann, das war der goldene Penis, der gerade zu uns gesprochen hat. Oh, er gibt mir Kraft und Energie, danke. Ja, also was sagt der Chat? Penis oder Bacon? Also hier die Tendenz geht eher zum Bacon-Museum. Ihr könnt weiterhin abstimmen. Ne? Also und vielleicht können wir hier auch den Penis auf Astro TV vorstellen. Das kann natürlich, gerne. Also bleibt dran, stimmt ab und bleibt vor allem dran, nicht nur um das Ergebnis zu erfahren, sondern um diese fabelhafte Band euch zu geben. Denn das ist The Franklin Electric, sind gleich bei uns live nach der Werbung. Dranbleiben. Zurück bei Live und direkt an diesem fabelhaften Freitag. Und wenn ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt, ihr habt eine ganz tolle Band verpasst. Die könnt ihr euch dann natürlich aber auch noch auf joyce.de angucken. The Franklin Electric waren gerade bei uns zu Gast. Und nicht nur die waren heute hier. Nee, die Jungs von Sono aus Hamburg waren auch bei uns. Auch coole Frühlingsmucke. Ihr müsst euch Heaven is in Hell von den Jungs von Sono. Den ganzen Auftritt und das Interview stellen wir euch natürlich noch auf joyce.de hoch. Da habt ihr richtig Sommerfeeling. Heute ist nämlich auch das neue Album von... Entziehen könnt ihr euch jetzt auch folgende Geschichte, denn es geht um Rihanna. Die ist ja nicht aktuell auf großer Welttournee. Nach Deutschland kommt sie ja auch. Sondern sie hat auch ein neues Video draußen zu ihrer Single Kiss It Better aus dem aktuellen Album Anti. Und da kriecht sie auf den Boden und ist nackig, so halbwegs und fässt sich an und stöhnt und ist total toll und es ist so krass, dass wir es euch einfach nicht zeigen können, weil es nicht geht. Es geht einfach nicht, da ist viel zu nackte Haut drin. Deswegen hat unser geliebter Arne mal probiert, das nachzumachen und sich als Rihanna mehr oder weniger hingegeben und das Video zu Kiss It Better versucht nachzuspielen. Kotzeimer vielleicht hinstellen, ich bin mir noch nicht so sicher.
Feiert hier, oh glaubt's Gott. Nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon eure Kotzeimer voll gekriegt habt. Bei uns hier auf jeden Fall. Aber ich konnte gar nicht auf den Song hören. Ich war taub und blind. Hilfe. Es ist einfach. Wie geht's eigentlich der Regie? Ist alles gut bei euch? Nein. Für uns stand die Wahl zwischen Rihannas Video zeigen, was wir nicht konnten, oder dazu. Ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung. Aber warte. Das komplette Rihanna-Video, was natürlich nicht so sexy ist wie das, was Arne abgeliefert hat, gibt's natürlich für euch auf joyce.de. So, wir geben ab in die WW-Video. Schnell was mit Substanz, bitte.